Da wären wir wieder. Passback hat mich wieder. Willkommen zurück zu einem neuen Part. Pokémon Schwert mit dem Zwang im Fluss. Hier in Passback vor der Arena von Passback, die wir im letzten Part bestanden haben. Was kommt denn da? Ein Evoli? Jawohl. Ein Volti. Ja, Evoli sagt auch wohl, unter Umständen. Haha, ich glaube, mein Volti mag dich. Prima, dass ich dich hier treffe. Du kennst doch die berühmte antike Stätte von Passback, oder? Nun, angeblich soll sie mit der Heldengeschichte von Galar zusammenhängen. Also, ich hab's ja schon gesehen im vorletzten Part. Hübsch ist es nicht gerade, aber gut. Allerdings scheint mir das, was heute noch dort zu sehen ist, kein Original aus alten Zeiten mehr zu sein. Das glaube ich auch. Ich würde dir die antike Stätte gerne zeigen, nachdem du mir mein letztes Mal schon einen hilfreichen Denkanstoß gegeben hast, würde mich deine Meinung dazu interessieren. Bumm. Tja, das war's wohl. Hä? Was in aller Welt? Was ist das für ein Geräusch? Was war da? Kommt das von da oben? Schnell, lass uns nachschauen. Komm, Waldi. Ach, Mensch. Müssen wir uns jetzt mit dieser Wandkritzelei aufhalten? Muss das sein? Können wir nicht einfach weitergehen? Und ich werde es gleich mal ausprobieren. So, ich will mal hier gucken. Heutiges Angebot. Eine Zielscheibe. Nein, danke. Morgiges Angebot. Flinkkau, glaube ich, auch nicht. Kein Interesse. Aha, das ist mein Pokémon. Eine Perle? Nein, auch nicht. Gut, dann schauen wir es uns halt an. Ja, ich muss jetzt nicht schon in den Wald reingehen. War ich schon im vorletzten Part schon drin. Machen wir gleich. Hier geht's hoffentlich gleich weiter. Ich lasse einfach links stehen. Wir könnten jetzt mit dir sprechen, aber ja. Wir sollen wahrscheinlich auch dorthin. Ach, der Betis ist hier. Der macht hier Unfug. Reiß alles ein! Hör erst auf, wenn es auf den letzten Wunschsternen gefunden haben. Ach, reden ist auch nicht mein Ding heute. Ja. Ich werde so viele Wuchtsterne auftreiben, dass der Präsident mich mit Dankbarkeit überschüttern wird. Patinaraya. Als Pokémon des Liga-Präsidenten solltest du dich glücklich schätzen, an meiner Seite für ihren vielen Wunschsterne suchen zu dürfen. Was soll der Scheiß? Nicht du schon wieder. Ich verstehe schon, was hier vor sich geht. Du willst mir denn die Wunschsterne wegnehmen, um dir die Gunst des Präsidenten zu erschleichen. Ein perfider Plan, das muss ich dir lassen. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dir das durchgehen lasse, oder? Niemand stellt sich dazwischen, wenn... zwischen mich und meinen Präsidenten, ist das klar? Kampf gegen Betis, wer hätte es gedacht? Oh Mann. Müssen wir den jetzt auch noch bekämpfen? Schon wieder. Los, Blackie, du schaffst das. Ist mein Team überhaupt geheilt oder ist das... Ja, ist zum Glück geheilt. Nach der Arena. So, dann fangen wir gleich mal an mit Pflücker. Wo ist Blackie? Mach's alle. Nitodos. Die Sanktion ist mir quasi schon klar, was ihr drauf habt. Ja, mir ist klar, was du drauf hast. Nicht drauf außer Zahnbelag. Ich kriege dich erledigt. Ja, keine Ursache. Ich krieg dich weggefliegt wie nix. Das ist also, ja. Den Hof magst du vielleicht besiegt haben, aber ich krieg's dann nicht besiegt. Da musst du schon deutlich früher aufstehen. Dass du mich besiegt kriegst, da musst du. Ja, dann wird nix in diesem Abenteuer. Du bist einfach nur ein Schwächling mit viel zu.
ja, mit Wahnsinn und Übermut, überhebliches Schwächlings Kiddy. Nein, Kiddy bist du nicht mehr, aber gut, benimmst dich wie einer. Ja, Überheblichkeit, das ist genau die Attacke, die er haben sollte. Die BTs Pokémon alle haben sollten. Ja, gut. Hat wohl nichts gemacht. Ja, nichts gemacht ist auch falsch. Nein, Blacky! Er hat Blacky getötet. Nein. Bloß nicht, nein. Na komm. Ist egal, mit welchem Team Pokémon ich hier kämpfe. Das ist also... Ich krieg deine Pokémon mit allen meiner Pokémon besiegt. Jedes Pokémon kann ich mir eins aussuchen. Jedes Pokémon schafft das. Und so, keine Erfahrungspunkte für Blacky. Das ist schade. Ich will Erfahrungspunkte für Blacky. Da muss ich mal hier ein bisschen... Ich will meine Kramo-Entwicklung sehen. Ich brauche jetzt hier mal dringend... Können wir einen der Beleber noch mal einsetzen. Ich muss ja nicht kämpfen, ich muss schon belebt sein. Ich muss nur Erfahrungspunkte erlangen. Die Attacken deiner Pokémon sind irgendwie herausragend, oder nicht? Ja, oder nicht. Also ich würde sagen, oder nicht. Also es ist, die sind nicht herausragend. Eher das. So, Grasmixer. Versuchen wir es mal damit. Das ist zwar ein Wasser-Pokémon, aber... Ja gut. Hält mich nicht davon ein. Nee, es ist ein Psycho-Pokémon. Oder was ist das? Ich glaube, es hat gerade eine Wasserattacke eingesetzt. Also... Es ist auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall ein bisschen was vom Wassertyp. Ja, nichts, was wir nicht besiegt kriegen. Das kriegen wir schon hin. Ich würde trotzdem jetzt mal wechseln. Wer ist denn mit Prof? Der kann doch auch mal kämpfen. Der liebe Prof. Kann ja auch mal trainiert werden. Kann auch mal seine Attacken ausüben. Zauberschein. Aha. Angst. Nee, nicht so. Und bei deinen gucken wir nicht so Betis. Da bin ich jetzt nicht so beeindruckt. Okay. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Felsgrab. Und dann vielleicht das. Ja, das bringt schon ein bisschen mehr. Ja. Prof schon besiegt. Tja, gut. Konter war es jetzt vielleicht nicht so. War jetzt nicht so die erste Wahl. Gut, dann du. Mein Elektro-Pokémon. Candy. Kämpfer. Wie wär's mit Funkensprung? Attacke. Na komm. Zack. Primano. Erledigt. Wenn ich es richtig gelesen habe. So, ein neues Level für Blacky, für Mini-Line und für Morlef. Sehr gut. Ja, Level 31. Model für 33. Ponita. Ach, was. Jetzt bräuchten wir das Wasser-Pokémon. Ich muss einfach gewinnen. Für Liga Präsident Rose. Ach, Rose steckt jetzt dahinter. Ah, das Gunner-Ponita. Sehr gut. Naja, ich glaube eher nicht, aber gut. Das ist effektiv, okay, ja gut. Halte durch, Kelly. Kriegst das hin. Du darfst nicht schon wieder sterben. Halte den Kampf durch, das Gunner-Ponita kriegst du doch wohin. Gunner-Ponita besiegen. Das ist jetzt deine Mission. Das kriegst du gebacken. Na komm, Funkensprung. Nice. Sehr gut. Der Volltreffer hat ihn gerettet. Gunner-Ponita gerettet. Besiegt. Retten wollen wir es nicht. Betis besiegt. Das war's schon. Tja. Da muss ich irgendwas falsch. Da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Ich verlange eine Wiederholung. Nicht so unbedingt. Nicht, wenn es nicht sein muss. Wie kann das sein? Warum kommt mir ständig so ein Taugnichts in die Quere? Das frage ich mich die ganze Zeit bei Diabetes. Ich bin der Auserwählte des Präsidenten. Ich bin es, der den Kampf besiegen soll. Der Elite-Trainer, dem die Zukunft anders anvertraut werden soll. Und trotzdem
Arena Challenger Betis. Ich hatte mich schon gewundert, was du vorhast, dass du Patina Raya von Präsident Rose geliehen hast und losgezogen bist. Aber das hier macht mich einfach sprachlos. Du kannst doch nicht einfach die antiken Städte demolieren. Naja, so antik und hübsch sind sie nun auch wieder nicht. Also, trotzdem demolieren muss man jetzt nicht gleich unbedingt. Randale ist jetzt nicht unbedingt die beste Form der Kunst. Randale, juhu. Was kümmern Sie ein paar alte Steine, wenn auf dem Spiel steht, was in 1000 Jahren aus dieser Region wird? Glauben Sie etwa, dass dem Präsidenten mit ihrem Wankelmut eine Hilfe sind? Wenn Sie wirklich eine Assistentin sind, dann unterstützen Sie ihn gefälligst auch. Große Töne, die der kleine Fratz da spuckt. Also, ja, da würde ich mir als Präsident auch, das würde ich mir als Präsident nicht geben lassen. Tja, Betis, das reicht. Es schmerzt mich, das sagen zu müssen, aber du hast mich zutiefst enttäuscht. Als ich dich als kleinen Jungen entdeckte, sah ich eine große Einsamkeit in dir. Reden, Sprache, Wörter. Aber darüber hinaus sah ich auch das gewaltige Potenzial, das in dir schlummerte. Ich wollte dir eine Möglichkeit geben, dieses Potenzial voll zu entfalten. Deshalb schickte ich dich damals auch in die Trainerschule. Ich sah mein jüngeres Ich in dir und wollte dir deshalb eine Chance geben, etwas aus deinem Leben zu machen. Aber was hier geschehen ist, zeigt mir deutlich, dass du keine Liebe für Gunnar verspürst. Es tut mir in der Seele weh, aber jemand wie du ist für die Arena Challenge nicht geeignet. Du gehst jetzt erstmal nach Cloud City und dort sprechen wir weiter. Das kann nicht dein Herz sein. Ich bin disqualifiziert. Damit begehen sie einen großen Fehler. Sie haben mich doch persönlich für die Arena Challenge empfohlen. Mir fallen hunderte von Möglichkeiten ein, mit dieser Situation umzugehen. Und sie entscheiden sich allen Ernstes für die schlimmste von allen. Du hast ihn gehört, Betis. Deine gesammelten Wunschsterne kannst du derweil mir überlassen. Recht so. Der Taugenichts. Der Chaot, den haben wir auch. Dem wurde auch ein Ende bereitet. Es schmerzt mich, einen Challenger auf diese Weise zu scheinen zu sehen. Aber es hilft nichts. Arena Challenger üben eine Vorbildfunktion aus und haben sich daher stets tadellos und fair zu verhalten. Jetzt erinnere ich mich auch wieder daran, bei einem Kampf von Betis hat der Kommentator mal erwähnt, dass Betis keine Familie habe. Als Rose ihn dann unter seine Fittiche nahm, begann Betis alles für ihn zu tun. Ja, das reicht, hätte ich trotzdem noch. Also, ich glaube, das war der letzte Part, als ich eine Liga-Karte durchgelesen habe. Und der vorletzte. Ich rede hier mal vom vorletzten Part. Ja, es rechtfertigt nichts. Es ist so. Dieses Verhalten rechtfertigt nichts. Ja, vielleicht hat er eine scheiß Kindheit gehabt, aber es rechtfertigt nicht sein Verhalten. Es ist einfach. Das ist. Ja, sowas gehört auch disqualifiziert. Uff, was für ein Desaster. Hoffentlich lässt sich die antike Stätte mehr renovieren. Die sah aber schon vorher so aus. Das hat Betis gemacht. Die Batterien lässt und die Konsolen lässt nach. Okay. Ja. Das wird doch wohl noch reichen. Die Legende. Um Schwert und Schild. Ist das damit gemeint? Oh nein!
Die Wandmalerei ist völlig ruiniert. Aber dass dadurch die Statue ans Tageslicht gekommen sind, ist gutes Glück. Ist Glück immer ein Glück. Ja. Was an dieser Entdeckung ändert unser Verständnis der Legende Ghanas am meisten? Genau. Diese Wesen, die wie Pokémon aussehen, für ein Schwert und ein Schild mit sich. Sie stehen außerdem ganz klar im Vordergrund und stehen viel stärker ins Auge als die Helden. Ist dir sonst noch irgendwas an den Statuen aufgefallen? Genau, damit können wir wohl endgültig davon ausgehen, dass es zwei Helden gab. Die Frage ist bloß, warum in Knospi Inn dann nur eine einzige Heldenstatue steht. Vielleicht ist der eine irgendwie in Ungnade gefallen und deshalb, ich weiß nicht. Diese Statuen sind viel älter als die Wandteppiche und die Heldenstatue im Hotel. Deshalb dürfte das wohl hier, was wir gefunden haben, näher an der Wahrheit dran sein. Was lässt sich daraus wohl schlussfolgern? Genau, das habe ich mir auch gedacht, wie es aussieht, trug ein Pokémon ein Schwert mit sich und das andere ein Schild. Was, wenn die Leute das Schwert und den Schild Ink mit den beiden Pokémon verbanden, dass sie letztendlich gleichbedeutend waren? Du weißt schon, das Schwert stand für eines der Pokémon und das Schild für das andere. Mit der Zeit konnte man sich schließlich nur noch an das Schwert und den Schild erinnern. Dass es beide Pokémon je gegeben hatte, geriet völlig in Vergessenheit. Die beiden Jünglinge sind also die Helden und das Schwert und das Schild waren eigentlich zwei Pokémon. Aber warum wurden die Statuen, die dies Wissen vermittelt haben, hinter einem Kunstwerk versteckt? Also es war jetzt mal kein Kunstwerk, es war wie die Kritzelei eines kleinen Kindes, aber gut. Danke. Die Musik macht mich verrückt. Lenkt mich ab. Danke jedenfalls für deine Hilfe. Ich glaube, diese Entdeckung könnte zu einem richtigen Durchbruch werden. Zu einem richtigen Durchbruch. Versteht er? Ein Durchbruch, weil es durch die Wand. Ja. Schreckliche Wortwitze hier. Wenn du dich jetzt wieder der Arena Challenge widmest, sollte die dir hier helfen. Als nächstes geht's für dich nach Fairy Valley. Richtig. Und dann mal viel Erfolg dort. Du hältst zwei Beleber. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. Ja. Da lohnt sich doch, gleicht sich doch aus dem Kampf gegen Beatles wieder aus. Jetzt haben wir diese wundervolle Statue gefunden, jetzt soll ich direkt weitermachen. Gleich zur nächsten Arena, gleich weiterkämpfen. Also ich fand das Kunstwerk vorher wohl besser. Was, es gab mehr als einen Helden? Oder Pokémon waren auch dabei? Der Wahnsinn, wir müssen die Geschichtsbücher umschreiben. Das ist ja der Wahnsinn. Die junge Frau, die Nachforschungen zur antiken Stätte anstellt, wie hieß die noch gleich? Sanya, genau. Ist sie etwa Pokémon Professor Magnolikas Enkelin? Frag sie doch, du stehst 2 Meter von ihr entfernt. Vielleicht sind es auch 3. Lauf hin und frag sie doch. Das ist dasselbe Ding. Wie wenn du Promis auf der Straße triffst. Also wenn du irgendwie, naja, jetzt Promis nicht unbedingt, aber wenn du jetzt einen YouTuber auf der Straße triffst zum Beispiel, wenn du dann zu deinem Freund so sagst, ist das der, ist das Gronkh, ist das Paluten, ist das der Sturmwaffe? Das nervt die Leute. Das haben auch großen YouTuber schon berichtet, Das sind auch schon Erfahrungsberichte von großen YouTubern. Das nervt einfach mehr als das. Wenn ihr irgendeinen Promi mal auf der Straße seht, tut ihm einen Gefallen, sprecht ihn an. Das ist weniger nerviger als
Ja, es gibt natürlich Leute, die wollen nicht angesprochen werden. Es gibt auch manche Situationen, da will man auch nicht angesprochen werden, aber es ist weitaus weniger nerviger, angesprochen zu werden. Also wenn du zu dem hingehst und sagst, bist du der und der, bist du der und der, also ich habe dich gesehen, denke ich habe dich erkannt, als wenn du hinter dem Rücken stehst und ein bisschen rumtuschelst, das ist weitaus nerviger. Ja. Ein Würscheinwald, ja, da haben wir schon mal kurz reingeguckt, aber jetzt schauen wir da richtig rein. Jetzt fangen wir uns vielleicht mal hier eins von denen. Na komm. Ein Dämon. Ein Dämon wild erscheint. Na wundervoll. Ein Dämon. Wenigstens mal besiegen, wenigstens mal besiegt haben, die Erfahrungspunkte sammeln. Können wir auch fangen, wenn es sich ergibt. Was verwirrt? Gibt's doch gar nicht. Na komm. Flücker. Zack. Oh, das ging schnell. Ja, gut. Man muss noch mehr aufpassen beim Fangen. Wenn wir so ein Ding fangen wollen. Jo. Der Pilz, der duftet ordentlich. Nee, der duftet nicht. Der versprüht so einen ordentlichen Pilz-Dingens. Wie nennt man das? Lockduft. Oh. Ein kleiner Trainer hier im Wald. Was macht der so im Wald alleine? Ich speichere mal gerade kurz. Jo. Kämpfen wir doch. Worauf wartest du? Suchst nach Pilzen. Wusstest du, dass die Pilze hier leuchten, wenn man sie berührt? Habe ich schon gesehen. Habe ich schon beobachtet. Habe ich schon ausprobiert. Experimentell untersucht. Küchenchef Altan fordert dich heraus. Oh, cool. Ach, das ist doch dieses... Wenn ich nicht komplett irre, ist das doch dieses hier, dieses Pokémon, was sich zu dieser Torte entwickelt. Dieser Mega-Entwicklung, nicht Mega-Entwicklung, in der das dann später in Giga Dynamax-Dingens mega groß und eine riesige Torte ist, eine riesige Geburtstagstorte. Ein Fatality. Das können wir hoffentlich jetzt hier im Wald fangen. Das würde ich ganz gerne mal im Team haben. Fatality, das ist bestimmt auch die Vorentwicklung von Mortiprotz. Ja. Jupp. Haben wir den schon besiegt? Nein. Der hat noch ein paar Pokémon. Alles geht jetzt hier wirklich. Zack, zack. Lamalux. Das ist sein letztes. Pflücken wir uns das Pilz-Pokémon. Jo. Das ist ja wirklich. Sporenwirt. Ist eingeschlafen. Okay. Ich würde gerade sagen, das ist ja gar kein Aufwand hier, das Pokémon zu besiegen. Gut, ein bisschen Aufwand ist es jetzt schon. So, Hyperheiler. Ja, das dürfte doch klappen. Heiler. Hat's was gemacht? Blake ist aufgewacht. Sehr gut. Erstauner. Oh. Ich bin erstaunt. Na komm. Boah, Schnabel. Na komm, mach's an. Hätte nur von Anfang an sagen sollen. Machen sollen. So ein Lamalux besiegt, Trainer besiegt. Hervorragend. Rufus erreicht Level 31, Kenny erreicht Level 35. Trainer besiegt. So starke Pokémon-Trainer wie dich findet man seltener als kostbare Pilze. Du hast 8160 Pokémon oder gehst die Kräfte aus dem Kampf gegen den Spitzenkoch hervor. Er ist ein Spitzenkoch. Er kocht nur Spitzen. Ja. Was haben wir hier? Oha. Ein Pilzepoop. Ein Pilzepoop. Das ist doch die Weiterentwicklung von dem anderen, dessen Namen ich jetzt schon vergessen habe. Also kurz, so ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis habe ich. Ja.
Verwirrung. Kam es jetzt hier irgendwie mit solchen Attacken, mit solchen Statuswerten? Pilzebub besiegt. Ja gut. Ist wohl hier nichts mit Fangen. Das wird wohl nichts. Und was haben wir da für ein Ding? Das will wohl nicht. Noch ein Pilzebub. Müssen wir gleich an den Pokéball werfen. Das lässt sich ziemlich leicht besiegen. Wollen wir es auch nicht im Team haben, wenn es sich so leicht besiegen lässt, aber gut. Fünsterball. Ja, warum nicht? Drei haben wir davon. Zack. Na komm. Fünsterball für Pilzebub. Ist doch fast wie gemacht. Na, da will er mal nicht rein. Dann halt ein Pokéball. Ein Pokéball. Na komm. Attacke. Na, renn jetzt dir. Bleibst drin. Ach, verdammt. Gut, ich will jetzt hier nicht ewig viel Pokéball an dich verschwenden. Jetzt lass mich schon. Na komm, jetzt. Dann halt so. Besiegen wollte ich halt. Oder du besiegst mich. Was? Das war die Verwirrung. Ach du Scheiße. Das war der Verwirrungsschaden. Hilfe. Na komm. Na komm, Becky, das kriegst du hin. Mein Eulen, beziehungsweise... Ja, ist noch eine Eule. Mein Flug-Pokémon. Ach du Schreck. Es lebt noch. Na komm. Heute auch nicht. Ach du Schinde. Na komm. Ach Mensch, Becky, was ist denn das? Ach. Ja, komm, flieh doch mal. Flucht gescheitert. Nark. Nein. Verdammt, Angst. Lass mich fliehen. Let me go. So, jetzt aber mal hier mal kurz, das die eben gerade geschenken bei dir war, müssen wir jetzt mal hier. Da müssen wir mal für so einen Super Tank. So, Becky muss wieder kämpfen. So, hier ist wohl eine Sackgasse. Ein bisschen an den Pilzen schütteln. Das macht immer so wunderschönen, hübschen Dampf. Rotes, glühendes Pulver. Pilz. Nicht zu viel von einatmen. Sie könnte Halluzinationen hervorrufen. Großwurzel. Aha. Können wir aber bestimmt verkaufen. Ist doch bestimmt was wert. Oh, wieder ein paar Trainer. Ich habe dann wildes Pokémon gesehen. Wenn es nicht schon wieder ein Pilzbub ist. Es ist ein Dingens. Ein Primano. Das hatte der Kollege Betis auch schon dabei. Der 34, oha. Lass mal lieber. Müssen wir nicht bekämpfen. Jo. Doppelkampf. Warum na? Weil wir viele Pokémon und Menschen gleichzeitig in sie hineinpassen. Nibelle. Wie sind wir einem Ganas Zügen hergekommen? Ob sich in unserem Leben doch die Begegnung mit dir ändern wird. Ha, Sprache. Das Mutproben-Pärchen von... Ja, fordere dich heraus. Ja, irgendwas. Zwei Pokémon. Ja, Doppelkampf. Das kriegen wir doch gebacken. Das haben wir gleich. Na komm. Ein Kirilla. Auch interessant. Bohrschnabel. Auf eben diese, auf Kerala und Turbo Dreher auf Ulona. Na komm, halt durch. Nein, vor allem. So, Kerala besiegt, da war es noch eins. Jo, das ging schnell. Neues Level für Blackie. Nein.
schummelte ja. Das schaut doch so aus, als ob es bald eine Entwicklung geben würde. Ein Blick, die sieht doch fast so aus. Überheblichkeit. Und ja, Schumotria meint nicht viel. Na komm, endlich schon. Halt ruhig, mein Pflanzen-Pokémon. Und dich habe ich so. Ja, das tut nicht viel. Nein, tut jetzt hier nicht viel zur Sache. Überheblichkeit. Oh, das tut auch nicht viel zur Sache. Ja, vielleicht wieder zurück zum Bohrschnabel. Grasmixer können wir trotzdem ausprobieren, auch wenn das nicht sehr effektiv ist. Na komm. Kämpft meine Pokémon. Kämpft mutig und tapfer. Ja, bringt halt nichts. So, Bohrschnabel. Na komm. Das muss doch. Ja, fast. Pflücker. Und Rasierblatt. Mal eingesetzt. Rasierblatt. Daneben. Okay. Auch daneben? Nein, nicht daneben. Na komm. Pflücker. So, sehr gut. Hier noch schon der Trainer besiegt. Hervorragend. So, mit der Bahnfahrt lässt sich die Trauer über deine Niederlage sehr gut vergessen. Du bist einfach zu stark. Ich suche lieber nach jemandem, gegen den ich eine Chance habe. Du gewinnst 14.688 Pokémon und dann gehst du siegreich aus dem Kampf gegen das Paar hervor. Okay. Das Team ist ein bisschen verletzt, aber ich habe meinen Pilz-Pokémon, den Namelux, haben wir auch schon gesehen. Der Betis hat wohl seine Pokémon aus dem Wald hier geholt. Was denn kommen? Batterie lässt nun das nach. Ja gut. So, noch weiter voran. Wie sieht's denn mit der Fahrtlänge aus? Können wir hier noch ein bisschen oder müssen wir schon aufhören? Na, ja, wir sollten langsam aufhören. Die Zeit sagt, dass wir hier mal langsam das Schlusswort setzen sollten. Hier noch an einem Pilz schütteln. Schönes Licht. Ja, Däumchen nach oben sollte es euch gefallen haben. Lasst den Abo da, wenn ihr neu seid. Ich beende das jetzt hier an der Stelle. Super, danke. Kann nicht gebrauchen. Hier gleich ein nächster Trainer. Ich hoffe, wir verirren uns jetzt nicht zu weit hier in diesem Dschungel. In den Wald. Dschungel ist es nicht. Ja. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, was ihr tun sollt. Was, da sind wir schon durch, oder was? Fairbelly. Ja. Gut. Ich würde jetzt eigentlich noch ein paar Pokémon anfangen, aber sind wir halt schon angekommen in Fairbelly. Schön. Ja gut, dann geht's im nächsten Part weiter in Fairbelly. Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ihn aber da, wenn ihr neu seid. Ja, sagte ich eigentlich schon. Wie auch immer, kann man nicht oft genug und gut genug betonen. In dieser wunderschönen Stadt geht's im nächsten Part weiter. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.